Sehr geehrter Präsident Aydın, meine verehrten Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank zur Einladung zur heutigen Tagung und herzlichen Dank für die Gelegenheit, die Thematik hier mit Ihnen diskutieren zu können. Wie soll eine intensive und nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft denn aussehen? Was für eine Rolle kann und soll die Agroindustrie, sprich wir, dabei spielen? Diese Fragen möchte ich jetzt gerne mit Ihnen beleuchten. Landwirtschaft und Umweltschutz sind im Augenblick Gegenstand, sicherlich, das haben wir heute Morgen ja schon erlebt, und wie wir den Film entnehmen konnten, auch gestern Abend, einer lebhaften gesellschaftlichen Debatte, einer Debatte, in der Wunsch und Wirklichkeit aufeinandertreffen, da sie in einer Gesellschaft geführt wird, die sich zunehmend entfremdet hat von der landwirtschaftlichen Praxis und den ländlichen Räumen. Sie schwankt zwischen Ökonomie, dem Wunsch des Verbrauchers, nämlich günstige oder vielleicht sollte ich sogar sagen günstigste Lebensmittel zu kaufen, und Nostalgie auf der anderen Seite, dem Bilderbuch Idyll des idyllischen Bauernhofs mit freilaufenden Hühnern und zwitschernden Vögeln. Die Debatte ist so schwierig und so kontrovers, weil in ihr Emotionalität, wissenschaftliche, rationale und ökonomische Interessen aufeinanderprallen, im wahrsten Sinne des Wortes aufeinanderprallen. Im Grundsatz geht es also um das wahrgenommene Spannungsfeld zwischen intensiver Landwirtschaft auf der einen Seite und Umweltschutz auf der anderen. Der Landwirt produziert Lebensmittel und füllt, und das ist extrem wichtig, das haben wir heute Morgen gehört, den globalen Brotkorb. Mit optimalem Ressourceneinsatz will er höchste Erträge erzielen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, prognostiziert, dass Deutschland bis 2030 aufgrund seiner günstigen Anbaubedingungen einen weiter steigenden Beitrag zur globalen Nahrungsmittelproduktion leisten muss. Gleichzeitig schreiben der nationale Aktionsplan und die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt die Förderung der Artenvielfalt bis 2020 fest. Auch für den Landwirt ist der Erhalt von Artenvielfalt essentiell. Denken Sie nur an die Bestäubung von Kulturpflanzen. Ein Landwirt muss also, wenn er langfristig erfolgreich wirtschaften will, gleichzeitig Ökonom und auch Ökologe sein. Um den steigenden Lebensmittelbedarf in der Zukunft zu decken, sieht die FAO die Notwendigkeit für eine weiter fortgeführte, nachhaltige Intensivierung von Landwirtschaft. Damit ist also eine Landwirtschaft gemeint, die Belastungen der Umwelt minimiert, den Nutzen von Mensch und Tier maximiert und den Landwirt ökonomisches Wirtschaften erlaubt. Moderne Landwirtschaft ist nachhaltig. Sie balanciert Nutzen zur Ökonomie und der Gesellschaft aus. Landwirtschaft und die Förderung der Artenvielfalt sind daher auch in unseren Augen sehr wohl miteinander vereinbar. Ziel muss es sein, möglichst viel produktive Ackerfläche zu erhalten und gleichzeitig die Artenvielfalt zu fördern. Und das ist auch möglich. Das zeigen Ergebnisse unseres eigenen Farmnetzwerkes Nachhaltigkeit, das vorhin ja auch schon angesprochen wurde. Die Landwirtschaft ist mit 50%, wir haben es von Staatssekretär Flassbart gehört, größter Flächennutzer in Deutschland und damit kommt er beim Schutz der Artenvielfalt eine große Bedeutung zu. Pflügen, Düngen, Säen in der Agrarlandschaft wirken natürlich auf die Artenvielfalt ein. Studien seit den 70er Jahren zeigen uns leider, dass die Artenvielfalt, und auch das haben wir schon gehört, deutlich abnimmt. Die Gründe sind extrem vielfältig. Aber hier ein Dank an den Herrn Schöne, der nun sagte, wir sollen aufhören, jetzt immer den Schuldigen zu suchen. Aber ich glaube schon, Herr Schöne, auch wir stehen morgens auf und schauen in den Spiegel und stellen fest, auch wir tragen dazu bei. Wir, diejenigen, die nämlich im Pflanzenschutz unterwegs sind. Der wichtigste Grund ist dennoch und bleibt der Verlust an Lebensräumen. Wie können also Lebensräume geschaffen werden? Maßnahmen für die Schaffung von Lebensräumen müssen sowohl ökologisch sinnvoll als auch für den Landwirt finanziell attraktiv und vor allen Dingen praktikabel in der Umsetzung sein. Der betriebliche Ablauf
darf nicht gestört werden, sonst kann und wird ein Landwirt kaum biodiversitätsfördernde Maßnahmen in seine Anbaupraxis integrieren können. Positive Effekte kann man häufig schon mit gezielten biodiversitätsfördernden Maßnahmen erreichen, die an vorhandene Strukturen anknüpfen und so die Einwanderung von Arten auch erleichtern. Unproduktive Flächen mit geringem Ertragspotenzial, Acker- und Wegränder wurden vorhin ja schon angeführt. Auch produktionsintegrierende Maßnahmen, die den betrieblichen Ablauf nicht stören, sind positiv. Wir haben ja nun das Beispiel des Feldgleichenfensters jetzt schon in fast jedem Vortrag hier gehört. Sicher ist auch, dass man damit natürlich positive Effekte erzielen kann und der Ertragsverlust bei kleiner 1% liegt. Der Anbau von Leguminosen ist ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme, die dem Landwirt und der Natur gleichermaßen zugutekommt. Bodenbakterien, da sind wir hier in der Chemie unterwegs, in den Wurzelknöllchen der Leguminosen bieten Stickstoff und erhöhen die Bodenfruchtbarkeit ohne die Notwendigkeit zur Stickstoffdüngung. Gleichzeitig bieten beispielsweise Ackerbohnen Nahrung für Pollinatoren, Bienen, Schmetterlinge in Zeiten, in denen sonst herzlich wenig blüht. Der Leguminosenanbau andererseits, meine Damen und Herren, aus unserer Sicht leider auch ein Beispiel, wie gut gemeinte politische Intervention leider auch das Falsche bewirken kann. Zurzeit wird nämlich diskutiert, ob dem Landwirt auf den 5% ökologischer Vorrangfläche der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Leguminosenanbau verboten werden soll. Und genau das wird dann ökonomisch nicht mehr attraktiv sein und nicht mehr funktionieren. Lebensräume und Nahrungshabitate sind das eine zur Förderung der Artenvielfalt in einer intensiven Agrarlandschaft, Innovationen das andere. Durch technische Neuerungen, leistungsfähige Sorten, geeignete Düngemittelzusätze sowie wirksame und umweltverträgliche Pflanzenschutzmittel können Systeme stabilisiert, Nährstoffüberschüsse und Resistenzen vermindert werden, Gewässer geschützt, Artenvielfalt gefördert werden. Beispiele gibt es genug, gibt es wirklich genug. Verkapselte Formulierungen zur Reduzierung von Abdrift, Pflanzenschutzmittel mit reduzierten Aufwandmengen oder biologische Pflanzenschutzmittel. Nitrifikations- oder Urease-Hemmer für die Düngung sind ein solches Beispiel. Landwirte verwenden vorwiegend, und das wissen Sie, meine Damen und Herren, harnstoffbasierte Dünger, um die für das Pflanzenwachstum unerlässliche Stickstoffversorgung sicherzustellen. Allerdings werden ca. 50% des im Dünger enthaltenen Stickstoffs durch Urease-Enzyme zersetzt und als gasförmiges Ammoniak an die Atmosphäre abgegeben, mit den entsprechenden Folgen. Durch Zusatz eines Urease-Hemmers kann der Landwirt weniger Stickstoffdünger einsetzen, da dieser effizienter genutzt wird und gleichzeitig den Ausstoß von hochwirksamen Treibhausgasen verringern. Auch auf der technischen Seite ist die Liste der Innovationen lang. Ich möchte nur ein paar davon nennen. Automatisch abschaltbare Düsen für die Applikation von Pflanzenschutzmitteln, die Feldlandbereiche oder Gewässer aussparen oder punktgenaue Ausbringung via Drohnen oder geschlossene Behälter- und Entsorgungssysteme, die den Landwirt und die Umwelt schützen. Wir investieren jedes Jahr mehr als 500 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln. Umgerechnet ungefähr 500.000 an jedem Tag. Die Entwicklung ist lang und aufwendig. Wir sprechen hier von Forschungs- und Entwicklungszeiträumen von mehr als 10 Jahren je Wirkstoff und am Ende Kosten von fast 300 Millionen Euro pro neuem Wirkstoff. Ein solcher Aufwand und ein derart hohes finanzielles Risiko soll sich natürlich dann auch am Ende lohnen. Das heißt, wenn ich mit der Erforschung eines neuen Wirkstoffs beginne, muss ich eine realistische Aussicht haben, ihn dann am Ende bei technischer Eignung und regulatorischer Eignung dann auch tatsächlich in den Markt bringen zu dürfen. Seit Jahren stellen Verzögerungen bei Neuzulassungen von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland sowohl wirtschaftliche als auch innovative Blockaden dar. Der Zulassungsstau führt dazu,
dass neue Wirkstoffe mit höherer Wirksamkeit und besserer Umweltbilanz nicht oder extrem verspätet auf dem Markt ankommen. Hierzu auch ein Beispiel. Im Jahr 2016 wollten wir ein Rapsherbizid in Deutschland einführen, welches zonal, also in allen relevanten Nachbarländern Deutschlands, schon zugelassen war. Nur in Deutschland fehlte die Anerkennung und steht, meine Damen und Herren, bis heute immer noch aus. Es sieht mittlerweile so aus, als müssten wir die Produkteinführung sogar auf 2018 verschieben, es sei denn, wir würden überraschenderweise doch im Juni noch die Zulassung hier bekommen. Und nochmal, dieses Produkt ist außerhalb Deutschlands bereits zugelassen. Nur dann stünden den Landwirten das neue Produkt schon in der kommenden Anbausaison zur Verfügung. Selbst die amtliche Beratung der Pflanzenschutzämter, Landwirtschaftskammern bedauert diesen Zulassungsverzug. Das Produkt wäre übrigens eine Alternative für den Rapsanbau in sensiblen Wasserschutzgebieten. Innovationen brauchen also ein politisch und gesellschaftlich geeignetes Umfeld. Politik und Verwaltung sollten sich bei der Genehmigung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf die Nutzen- und Risikobewertung dafür ausgebildeter Experten stützen. Eine Bewertung muss also aus unserer Sicht auf wissenschaftlichen Fakten gründen und darf nicht von Rhetorik oder Kampagnen beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang sehen wir es mit großer Sorge, dass das Vorsorgeprinzip zunehmend die alleinige Grundlage für Gesetzgebung und Zulassung wird. Dabei wird ein abstrakt inhärentes Gefahrenpotenzial, nicht aber ein tatsächliches Risiko zugrunde gelegt. Geht man nach dem reinen Vorsorgeprinzip, müssten wir Elektrizität schleunigst wieder abschaffen, da sie potenziell gefährlich, ganz egal, ob sie im wahrsten Sinne des Wortes davon isoliert hat. Vorsorge ist wichtig, aber sie darf Innovation nicht im Keim ersticken. Daher muss gleichberechtigt, das betone ich hier, gleichberechtigt, neben dem Vorsorgeprinzip auch das Innovationsprinzip Einzug in die politische Entscheidungsfindung halten. Das Innovationsprinzip ist trivial und einfach und besagt nichts anderes als, dass wann immer der Gesetzgeber aktiv wird, die Auswirkung des regulatorischen Vorhabens auf das Innovationsklima untersucht und adressiert werden muss. Die Einführung eines Innovationschecks in Deutschland könnte verhindern, dass wir von anderen Regionen in Sachen Innovation abgehängt werden. Eine risikobasierte wissenschaftliche Betrachtung hilft uns am Ende auch wieder bei der gesellschaftlichen Diskussion rund um das Thema Biodiversität. Wir brauchen einen konstruktiven Dialog, um im Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz Sicherheit für Industrie, Landwirte und Verbraucher zu ermitteln. Mein Fazit für die Diskussion und meine Botschaft hier nochmal in Kürze. Moderne Landwirtschaft und Umweltschutz sind kein Widerspruch. Die Förderung der Artenvielfalt in einer hochproduktiven Agrarlandschaft ist notwendig und möglich, auch bei Erhalt der Produktionsfläche. Förderung von Artenvielfalt erfordert Bereitstellung von Lebensräumen zur Innovation im Pflanzenbau und in der Technik. Innovationen brauchen ein gesellschaftliches, politisches und regulatorisches Umfeld, das nicht im Keim erstickt, sondern seine Abwägung von Risiken, aber auch Chancen zulässt. Schaffung von Lebensräumen geht nur mit, nicht gegen den Landwirt. Er darf keine Produktionsfläche verlieren. Alle Maßnahmen zur Förderung von Biodiversität erfordern zusätzliches Engagement des Landwirts. Um das zu erzielen, brauchen wir die Fortsetzung konstruktiver Dialoge mit echtem Willen, etwas zu verbessern. Dialoge, die auf Fakten und Wissenschaften beruhen. Und dazu braucht es Fairness, Offenheit und den Willen, aufeinander zuzugehen. Artenvielfalt geht alle dann, meine Damen und Herren. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist keine Aufgabe allein des Naturschutzes oder allein der Landwirtschaft oder allein der Industrie. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.